Hallo liebe Airsoft-Freunde, heute das Thema HPA, High Pressure Air, auf Deutsch gesagt Druckluft. Wir werden oft gefragt, wie, wo, was, kaum jemand hat Ahnung. Wenn es heißt AEG, da kennt sich fast jeder aus, aber im HPA-Bereich ganz wenige. Die Shops bieten immer mehr an und daher mal ein kleiner Auszug, was brauche ich, wie funktioniert was ungefähr, weil es kommen immer die gleichen Fragen. So. Erstes Thema, Flaschen. Die billige Flasche mit 200 Bar, die gibt es zwischen 40 und 50 Euro. Dieser Füllnibbel ist nur zum Befüllen der Flasche. Hier oben ist ein Gewinde, da kommt der zweite Regulator drauf, der den Druck mindert für die Waffe. Vorteil an diesen Flaschen, sie sind billig. Es gehen halt auch nur 200 Bar rein, abhängig natürlich von der Füllmenge. Gibt es zwischen 0,8 und 1 Liter. Hier die etwas größeren Flaschen. Die 1,3, 300 Bar. Was gibt es dazu zu sagen? Ich habe hier einen Regulator, einen SLP drauf. Der ist ein super Low Pressure. Der tut den Druck von der Flasche gleich runter regulieren. Auf ca. 250 bis 300 PSI. Zur Anmerkung, ein Bar sind circa, lass mich überlegen, 14 PSI. So, dass man nur mal, dass man es gehört hat. Diese Regulatoren, die tun die Flasche auf circa 800, 850 PSI runter regulieren. Das sind ungefähr 60 Bar. Weil da stand nämlich darauf zu achten, auf die Regulatoren, die Druckminderer, wo dann auf die Flaschen kommen, damit ihr auch den richtigen habt. Damit ein SLP auch auf eine SLP-Flasche mit Regulator kommt und nicht auf eine mit Hochdruck. Wichtig bei den Regulatoren ist, dass verplombbar sind, damit es keine Probleme auf den Feldern gibt. Und an diese Regulatoren kommt auch der HPA-Schlauch für die Waffe. Er passt auch nicht auf diesen Nippel, egal wie er es macht. Da gibt es verschiedene Hersteller. Wir haben jetzt hier einmal Testo und einmal habe ich hier einen Wolverine. Es gibt aber noch von Polarstar, Falken, also da gibt es schon einige. Wichtig ist in dem Sinne nur die Refresh-Rate von Nenner. Wenn jemand viel und schnell triggert, damit ihm nicht die Luft nach unten fällt bzw. die Leistung in den Keller geht. Zum Flaschenbefüllen. Entweder auf die Paintball-Felder, manche Airsoft-Felder haben jetzt auch schon Kompressoren. Dann wir selber haben einen Adapter, damit wir im Tauchstopp die Flaschen befüllen können. Beziehungsweise wir haben 12 Liter Tauchflasche, wo wir auf dem Feld unsere Flaschen direkt befüllen können. Also das bedeutet, hier kommt die Tauchflasche ran, dann hier rüber, zack, aufdrehen und der Druck von der Flasche geht in die kleine Bottle. Zum Thema Verplomben der Regulatoren habe ich was. Die meisten Felder benutzen Kabelbinder. Ich empfehle Plomben mit Seriennummern. Die kosten genauso viel wie die Kabelbinder im 100er Pack. Also hier sind Seriennummern drauf. Somit weiß ganz genau jeder von der Euga, ah, die Seriennummer so und so. Ah ja, okay, passt, wunderbar. Weil das Kabelbinder, jeder zweite hat die Kabelbinder in zig verschiedene Varianten. Und die, wo bescheißen wollen, die bescheißen sowieso. Mit mehr Leistung oder weniger Leistung. Zum Thema Schlauch. Die sind meistens vorgefertigt, gibt es in verschiedenen Längen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr auch die richtigen Anschlüsse habt. Weil die gängigsten sind bei uns US und EU. Die passen natürlich da nicht. Oder ihr könnt natürlich auch euren eigenen HPA-Schlauch individuell bauen. Mit Pneumatik-Zubehör. Da gibt es mal einen kleinen Einblick in meine Super-Duper-Box. US-Anschluss mit Außengewinde, dann EU-Anschluss mit Innengewinde, also diverses Material. Dann habe ich dazu noch
Von Festo diverse Pneumatikadapter, alles 1/8 Zoll auf 6 mm, weil ja dann die Pneumatikschläuche, wo es gibt, hauptsächlich benutzen wir in 6 mm und werden auch in den Waffen mit 6 mm ausgeliefert. Dann habe ich noch diverse Winkel, wenn man was basteln will. Und natürlich ganz wichtig zum Teppen. Jetzt noch zum Thema GBB Magazinteppen. Das ist das normale GBB Magazin. Und hier ist schon eins geteppt mit einem HBA-Adapter. Somit könnt ihr auch im Winter spielen ohne Probleme. Ihr habt auch keinen Cooldown-Effekt. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht in dem Sinne nur die passenden Adapter. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr auch für eure Magazine, zum Beispiel Tokio Marui, WE und KWA, die haben ja unterschiedliche Gewinde, dass die Gewinde passen. Gas ablassen, Ventilboden weg, Ventil ausschrauben. Die neuen Ventile haben entweder O-Ringe oder müsst ihr eindichten mit Teflonband. Gibt es im Bauhaus für 1 Euro. Eindichten, reinschrauben. Das war's, mehr ist nicht. Was wichtig ist, die Magazine stehen natürlich jetzt nicht mehr unter Druck. Ihr habt ein trockenes System, da ist ja kein Silikonanteil dran. Also ich empfehle immer alle 2 Wochen die Ventile, eindrücke ein bisschen Silikonöl drauf und zack, das war's normalerweise. Also ich habe noch kein Undichtes gehabt, seit ich HPA spiele. Mit Gas habe ich regelmäßig Undichte, die ich unter Druck lagere. Nur zum Thema. So, das war's von mir. Ich muss auch dazu sagen, mein erstes Video in sowas. Ich bin eben Spieler, ich bin kein Videospezialist oder YouTuber, aber ich hoffe, es bringt euch weiter. Wir werden auch noch mehrere Videos machen. Thema verschiedene HPA-Einsätze, dann Double Trigger, ob sinnvoll, muss jeder für sich wissen. Was machen wir noch? High Cabas. Ah, ganz wichtig, HPA-Einsätze, Ausrichtung der Hop-Up-Units und der Gearboxen. Ganz großes Thema. Ja, ich glaube, das war's so erstmal. Man sieht sich oder man trifft sich wieder irgendwann. Danke.